Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outriders. Letzten Part sind wir hier angekommen in so einer komischen Schlucht, wo wir weitere Spuren von den Expeditionen gefunden haben. Und von der Begegnung zwischen dem Pax und dem Menschen. Die jetzt relativ harmlos wirkt. Ah, na gut. So, natürlich haben wir hier wieder mehr Gegner. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso wir auf einmal hier eine Waffe hatten. Eine neue legendäre Waffe hatten. Es liegt nicht daran, dass die Entwickler in die Community quasi zurückgeschenkt haben. Wie halt zum Beispiel extra Ressourcen von Titanium und halt auch legendäre Waffen. Gut. Ah, lass ich doch treffen. Weil deswegen haben wir jetzt hier, wie gesagt, jetzt ein paar Waffen erhalten, die ich vorher gar nicht kannte, was wir besitzen. Ich habe mich auch irgendwie gewundert, dass wir eben eine Waffe haben, eine neue. Und dagegen lässt sich schon wieder nicht so einfach aufschalten, ne? Komm schon, versteck dich nicht. Das nervt, wenn sie sich verstecken die ganze Zeit. Ja, stimmt. Ich sollte meine Ausrüstung wieder. Anders als haben wir uns diese ganze Verbesserung noch nicht. Was natürlich auch heißt, dass wir weniger Schaden machen. Der ganze Hauptschaden über unsere Pestkugel kommen. Obwohl das Pestgeschütz auch nicht so schlecht ist, wenn es nicht einfriert, sondern wirklich Schaden verursacht. Der Weg zum Obelisken ist frei. August und ich sind direkt hinter dir, Outrider. Solltet ihr nicht im Lager auf mein Signal warten? Tut mir leid, August ist mir entwischt. Ich... Naja, okay. Nice, vor den Obelisk da machen, habe ich gesehen, ist hier noch eine Nebenmission. Und die würde mich schon. Okay, ist eine Jagdmission. Das wird interessant. Ich dachte mir, wäre vielleicht nur um alle Mission. Hätte mich eher interessiert, aber okay, dann haben wir hier unsere letzte Jagdmission.
Hat auch was für sich. Und da vorne haben wir noch eine Mission. Was habe ich hier vorne für eine Mission? Eine Historiker-Mission. Katze. Okay, die Historiker-Mission ist sehr lange. Die Jagdmission ist einfach nur ein Gebiet. Ja, machen wir einfach das erste Mal die Historiker. Ich weiß jetzt, wann ich die große Granate quasi wirf. Und dass jedes Mal die erste Kugel nach dem Nachladen ist die Anomalie-Granate da. Nehmen wir jetzt halt das Bedarf, ist sogar aus, wenn wir öfter mal nachladen. Damit wir volles Schadenspotenzial benutzen können. Ist ja was, was ich eigentlich nicht mag, wenn man da Extraktion machen muss, damit man quasi das volle Potenzial ausschöpft. Schutzsteinweg. Ich ziehe nur leider nach vorne. Kann es auch nicht mehr im Weg stehen. Oder ist einfach das Tor, das hier im Weg steht. Das Geschütz macht auch Schaden. Ja, das haben wir ja damals schon rausgefunden, wie wir es bekommen haben. Was ich sagen muss, als Eisgeschütz, was die Gegner einführt, ist mir fast lieber. Da wir uns dann nur noch in Hälften rum, den halben Gegner rumschlagen müssen. Ah ne, ich kann nicht mehr nachladen. Munition. Okay, ich wollte was sagen, ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn wir gar keine Munition haben. Aber wir wechseln schon automatisch auf die Pistolen. Ja, auch nicht so schlecht. So ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sonst nicht schlecht.
drüben und zeig dich. Beschäftigt. Sehe ich gerne, wenn die Gegner beschäftigt sind. So, Freunde, dürfen wir mal nachladen. Natürlich kommen hier die nächsten. Das ist gar nicht gut. Ah, ist auch ein Kompromiss, wo ich das Festgeschütz nicht so toll finde. Als ich das Ganze erlegt haben. Oder auch nicht. Na, wie gesagt, war für mich ja klar, dass ein großes Gebiet wird, aber so groß. Könnte schon fast irgendwie neigen, muss Level 3 Story sein. Bewegt sich. Komm schon. Hab nicht mehr so viel Leben. Doch, zum Glück. Oder auch nicht. Ah, nee. Okay. Wie gesagt, wird spannend.
Aber noch geht's. Ich hoffe ja immer noch, dass wir ein paar stärkere Waffen bekommen. Zumindest eine stärkere Waffe wäre schon mal nicht schlecht. Und vielleicht dann eine, die nicht jedes Mal nachgeladen werden muss, nur um ihren zweiten Effekt auszulösen. Okay, wir haben es irgendwie überstanden. Der Anmarsch von denen. Kein altes Handy. Bei euch war das gerade. Wenn ich es richtig erkannt habe. Hm. Nur, dass ich. Dass jemand mitgenommen hat. Das ja logisch ist, dass man hier auf einem neuen Planeten keinen Empfang hat. So, dann haben wir noch eine Jagdmission, beziehungsweise die letzte Jagdmission. Mal schauen. Schauen, was da rauskommt. Da wahrscheinlich wieder irgend so eine Brutmutter oder so sein. Wie gesagt, ist immer ein bisschen eintönig. Hätten die ruhig mehr Gegner-Designs machen können. Na, vielleicht haben wir Glück und es ist irgendwas anderes. Naja, okay, die machen es jetzt auch nicht gerade besser, wenn sie sich schon so ankündigen. Okay. Das sieht wenigstens mal ein bisschen anders aus, als sie hier schon kennen. Hat wenigstens so ein bisschen was Eigenes. Ah, vielleicht ist es ja gut, wenn es ein bisschen Individualität hat, das Ding. Vielleicht ist es aber auch ganz und gar nicht gut. Ah, ich konnte mich nicht bewegen. Läuft schon wieder ganz toll. Nicht nach Plan. Ich hier ganz schnell das Frostgeschütz. Da.
Mit denen könnten wir es versuchen, nochmal zu anders ausgehen lassen, vielleicht. Wie gesagt, es hat das ja schon öfter in gute Dienste geleistet. Das Geschütz gerade ganz und gar nicht. Also macht keinen Schaden dran. Gar nicht gut. Okay. Ja, der Bug ist sehr nett gerade. Den hätte ich gern öfter. Ich wirklich gerne öfter den Bug. Ich sehe gerade, dass die Aufnahme ein bisschen sehr viel ruckelt. Ich hoffe, das legt sich wie ich beim Rendern dann. Hoffe ich wirklich. Naja, ruckelt gerade ziemlich. Weiß nicht, was ich da verändert habe, groß. War eigentlich ja gar nichts. Ich nehme noch immer genau gleich auf wie zuvor. Okay. Naja, werde ich an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir schon, dass ihr gefallen hat. Wenn ich das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outriders wieder. Ciao.